will ich auch nicht glauben, dass es hier oben was gibt. Es sieht doch gar nicht danach aus. Ich wollte mich auch mal geschützt hier hochbauen. Da oben ist nur ein Creeper, da oben gibt es sehr viel Eisen. Das überlebe ich doch nie hier, die Aktion. Offensichtlich doch. Ha. Buhn. Ey, du müsstest doch eigentlich übelst Volldamage gekriegt haben. Warum stirbt er da erst so spät? Ist ja unglaublich. Geht mir doch nie aufs Schwein. So, wo sind jetzt hier die Schallplatten? Wo zur Hölle sind die Schallplatten jetzt hier? Jetzt bin ich schon wieder hier so weit unten. Da oben sind erstmal Diamanten, an die man auch relativ leicht drankommt. Ich hole mir jetzt einfach mal so. Also was anderes als hier unten macht es eigentlich definitiv gar keinen Sinn, dass dort die Schallplatten sind. Och Menno, was willst du denn? Auf der anderen Seite? Wo ist denn der Zombie jetzt hin? Hoch und besiegt die, das geht mir so. Da haben wir nur sowas wie ein Creeper. Groß, was ich irgendwie was danach ups. Hier oben ist auch nichts. Was willst du? Ne? Oh, das hat wehgetan. Wo ist denn der nächste? Wo denn? Dort. Und dort hinten, wo der Creeper ist. Oder dort oben? Nee, es ist, glaube ich, bloß Zufall, dass hier irgendwie. Irgendwas ist. Ah
Ein sehr seltsamer Sachverhalt, der sich hier ereignet. Ich habe ehrlich gesagt nun wirklich keine Ahnung. Hier unten war er schon, ne? Würde ich behaupten. Ja. Ich schlage vor, wir gehen mal zurück in unsere Basis. Und dann überlegen wir uns, wie es weitergeht. Aber dieser Lavafall ist aber auch sehr verdächtig. Aber war ich hier schon? Der will noch in Betracht kommen, dass sich dort irgendwas befindet. Aber es ergibt doch gar keinen Sinn, weil eigentlich rechne ich damit, dass der Bonus, nämlich die Schallplatte, am Ende von dem Dungeon kommt und nicht irgendwo mittendrin. Statt nur dabei. Ich bin mal mutig. Da ist schon mal so ein Zombie. Wobei das ja eher mehr Sinn macht. Dann greifen wir uns erstmal die Diamanten ab. Ja, so war das nicht geplant. Ich hätte gern. Ja, du Zombie, halt doch mal die Goschen, ey. Dann gehen wir nicht auf den Sack. Oh, cool, danke. Ach, ich glaube, das sah danach aus, als wäre ja drunter gar nichts. Das wäre natürlich fatal, wenn dem so wäre. Oh, das war knapp. Das hätte auch schief gehen können. So, jetzt haben wir Diamanten. Jetzt bauen wir uns nochmal hier hinten, hier hinter. Was passiert, wenn ich jetzt hier nichts weiter? Drüben hätten wir noch was. Jetzt ist mein kleiner Finger wieder eingeschlafen. Das ist wieder ein sehr unangenehmes Gefühl. Ich finde, das bloß nicht.
Na gut. Dann werden wir uns mal auf den Rückweg machen. Hier sieht das ja auch nicht so. Ah! Hier sieht das ja auch nicht so erfolgversprechend aus. Also gehen wir mal zurück an unsere Homebase. Welche Richtung muss ich da? Hier hoch, nehme ich an. Ah, mein Finger ist eingeschlafen. Mein linker kleiner Finger. Das macht sich überhaupt nicht gut. So, jetzt einmal durchrushen hier. Also ich könnte dort hinten auf dem Weg auch nochmal gucken, ob es da irgendwas gibt. Weißt du was? Wir nehmen einfach noch ein bisschen Eisen mit. Wenn wir schon mal hier sind. Also, dass es hier unten irgendwas gibt, das bezweifle ich. Das macht irgendwie in meinen Augen überhaupt gar keinen Sinn. Wenn ihr um meine Meinung fragt, wie so oft. Und an der Lava gab es auch noch Eisen. Aber da komme ich so natürlich nicht ran. So, dass wir jetzt einfach mal zurück in unsere Basis gehen. Ich wette, es ist Nacht draußen. Vielleicht regnet es sogar. Man weiß es nicht. Es ist Nacht draußen. Ich habe es doch gesagt. Ich habe es doch gesagt, aber mit dem Regen hatte ich kein Re. Oh. Danke, du Drecksviech. Das hätte jetzt nicht sein müssen. Ich glaube, ich leuchte hier nochmal ein bisschen besser aus, die Umgebung. Schmeißen wir das Zeug erstmal hier rein. Diamanten und das und Sprengpulver. Nein, das brauchen wir nicht unbedingt. Das brauchen wir nicht unbedingt. Das brauchen wir nicht unbedingt. Die Bones nehmen wir mit. Dann essen wir uns nochmal voll. Und dann sage ich einfach mal. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Oh, ist er noch aufgewacht? Okay. Also wie gesagt, tschüss, bis zur nächsten Folge. Und auf Wiedersehen.